Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Super Mario RPG weiter. Wir sind mittlerweile im Nimbusland in das Schloss hineingelangt und wir suchen jetzt Valentina und ihren Dummdödel Dono. Und ja, das Ganze in der Hoffnung, dass wir Valentina aufhalten können und dass wir herausfinden, wo der wahre König steckt und so weiter und so fort, ja. Und dann reißen wir die Herrschaft des Schlosses an uns und werden Kalif anstelle des Kalifen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wie sich die ganze Story so entwickelt. Bowser hat vielleicht noch den einen oder anderen Plan in der Hinterhand. Mal eben so ein kleines schickes Königreich noch nebenbei erobern, kann ja eigentlich auch nicht schaden, ne? Es muss ja nicht immer das Pilzkönigreich sein. Wir wissen ja auch, dass er nicht kein Kostverächter ist. Und sich zum Beispiel auch das Blumenkönigreich liebend gerne unter den Nagel gerissen hätte. Also von daher passt das schon. Forky schläft. Das ist sehr ungünstig, wenn Forky schläft. Oder ist das de facto eigentlich gut, wenn Forky schläft? So, jetzt habe ich einen starken Gegner besiegt, aber jetzt sind die ganzen anderen Typis natürlich noch da. Nicht gut. Oh nein, Bowser. Okay, nehmen wir mal so hin. Kugelblitz. Wow. War nicht ganz so erfolgreich die Runde, wie sie hätte sein können. Ja, auch deswegen. Leute, ihr müsst euer Action-Kommando. Ich muss das Action-Kommando besser machen. Was soll denn das? Komm schon. Forky ist aufgewacht. Und Forky hat Bock, mich jetzt zu pieksen. Ist jetzt aber gar nicht mal so stark unterwegs. Chance auf Doppelterfahrung, alles klar. Dup-di-dup-di-dup. Jetzt bin ich kurz durcheinander gekommen. Ah, gut. Ich hätte jetzt auch fast vermutet, dass es die Mitte hätte sein können, aber da habe ich ja nur Schwein gehabt. So, wofür ist das jetzt hier? Warum ist das Schloss so groß? Ich meine, okay, ich kann es verstehen, es ist ein Schloss, aber trotz alledem. Wie bleibt das Ding hier eigentlich auf den Wolken stehen, wenn ich mal fragen darf? Das sieht alles sehr massiv aus. Und sollte Gold nicht irgendwie durch eine Wolkendecke durchplumpsen? Aber gut, der Rest von uns plumpst ja auch nicht durch. Bowser ist auf Level 22. Nochmal ein bisschen Stärke. Tralalalala. Der einzige Vorteil dürfte der sein. Hoppsaka. Der einzige Vorteil dürfte der sein, dass wir innerhalb des Schlosses, wenn wir die Gegner besiegen, dass die Gegner besiegt bleiben. Das sollte doch, sag mal, das sollte doch richtig sein, oder? Dass die Gegner besiegt bleiben? Ich hoffe doch gar sehr. Schön. Okay, auf die Art und Weise die Kombo nach oben getrieben. Was mache ich? So, danke. Das wollte ich die ganze Zeit. Fast besiegt. Ja. Schön. Und zack. Okay, meine Güte. Das war ja furchtbarer Kampf. Furchtbarer Kampf und weiter geht's. Forky schläft. Der sah eigentlich ziemlich quietschfidel aus. Als wir ihm jetzt gerade gegenüberstanden. Haben was weiß ich schon. So. Okay, das hat auch gut funktioniert. Alle fallen so um reihenweise. Und Bowser erledigt den Rest. Düp-düp-düp. De facto. Mario ist nun auf Level 23. Magiestärke und Magieschutz, ja, ich weiß. Ach komm, ist egal. Wir bleiben bei unserer Devise. Wahrscheinlich habe ich mich total verskillt und ich werde... Oh! Und ich werde niemals den geheimen Spezialboss besiegen. Eigentlich war ich ja früher mal Palastwache, aber dann hat Valentina mir gekündigt und mir alle Schlüssel abgenommen. Diesen Generalschlüssel hier, den hätte ich noch als einzigen. Nicht, dass ich ihn bräuchte.
Möchtet ihr ihn haben? Sicher. Hier, bitteschön. Sagt mir bloß nicht, was ihr damit vorhabt. Palastschlüssel 1 erhalten. Cool. Hier, für euch. Blumenset erhalten. Danke. Valentina hat gesagt, dass ich hier in diesem Raum warten soll. Ich hoffe ja, dass es mir irgendwann bald Arbeit gibt. Wusstet ihr, dass es hier ganz in der Nähe eine heiße Quelle zum Baden gibt? Nö. Die Quelle wird mit besonders heißem Wasser vom Berg Furio gespeist, unserem Vulkan. Die kann so manches Leiden lindern. Aber nur die Königsfamilie darf darin baden. Aha. Ein kleines Bad in der heißen Quelle und unser kranker König wäre schwuppdiwupp wieder topfit. So viel steht fest. Hey, habt ihr schon gewusst? Valentina hat im Zentralsaal des Palasts ein riesiges Ei gebunkert. Ab und an spuckt das Ei andere Eier, aber wenn man sich möglichst gut schützt, prallen die manchmal von einem ab. Klingt faszinierend und irgendwie weird. So, ein weiterer Speicherpunkt, das ist schick. So, und jetzt bitte, genau, alles weiterhin freigeräumt, keine Gegner respawned, das ist schick und cool, so dachte ich. Okay, da war jetzt gerade wieder ein Gegner, ist egal. Prüfen. Ja, wir gehen da jetzt rein. Oh! Summ die Summ, hier mein großes Eilein, damit wirst du groß und stark. Summ, 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 Mario ist ja bereits hier, ist ja einer von der ganz schnellen Sorte. Ja. Summ, 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 brumm, öffnet sich ja gar nicht, die Tür ist abgeschlossen. Hihi. Will ich hier sein? Weiß ich nicht. Was passiert denn, wenn wir hier reingehen? Hier haben wir erstmal wieder normale Gegner. Was nicht so verkehrt ist. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Ist okay und in Ordnung. Mich irritiert es halt, dass dieser Schlüssel, den wir bekommen haben, Schlüssel Nummer 1 genannt wurde. Das deutet ja darauf hin, dass es mehrere gibt. Und das könnte eventuell noch zum Problem werden. Was weiß ich schon. Flammenstein. Boah. Meteoritenhagel. Okay, so. Tschüss, Forky. Und Mello Level Up. Mello ist nun auf Level 23. Wie sieht's aus, Mello? Möchtest du... Ja, du möchtest noch ein bisschen mehr Magie-Power. Ganz eindeutig. Mir ist auch mal in den Sinn gekommen, dass, wenn man sich das mal so, die Level-Verteilung tatsächlich anguckt, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt ich so einen richtigen Sprung gemacht habe, was das Aufleveln angeht. Ich glaube, das war so um das Schiffswrack herum. Weil dann ging das wirklich sprunghaft, dass die ganzen Charaktere so von Level 13 rum oder so auf Level 18 irgendwie innerhalb ganz weniger Parts gesprungen sind. Das ist total faszinierend. Und naja, war mir zwischenzeitlich aber ja auch aufgefallen, dass die Gegner dann gefühlt immer mehr Erfahrungspunkte gegeben haben und es dann auch immer schneller ging mit dem Aufleveln. Forky schläft. Das hat gut funktioniert. Das hat auch gut funktioniert. Und Bowser erledigt den Rest, bitteschön. Warum wird hier immer so ein Gebimse um Forky gemacht? Das verstehe ich nicht. Ach so, Moment, jetzt. Die Statuen hier, die sind quasi, die können lebendig werden. Das war mir jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen. Dabei sind das halt Rotkrakelchen-Statuen. Das ergibt total viel Sinn. Innerhalb der Spielwelt. Mag es Sinn ergeben. Nun gut. Okay, das heißt, ich kann mich auch mit den Statuen anlegen, wenn ich will. Das ist ja schick und schön. Dupdidup. Und nebenbei hört man die ganze Zeit das Gelächter von Valentina. Was bist du für einer? Blaumeister. Ja, das ist auch das Erste, was mir in den Sinn gekommen wäre. Als ich mir so angeguckt habe. Jo, den haben wir gut vom Himmel geholt und den holst du bitte auch vom Himmel. Dankeschön. Aber das sieht mir aus wie eine Sackgasse hier, oder? Ja. Das war jetzt nur für das Item.
Wenn ich mal mehr Fertigkeiten einsetzen würde, ne? Dann würde das auch... Seid ihr... Ihr seid auch alle Gegner. Kann doch nicht sein, dass all diese Goldstatuen hier Gegner sind. War unser Trick mit dem golden Anmalen doch gar nicht mal so exklusiv. Stattdessen haben die Palastwachen das quasi auch drauf. Warum auch immer sie das tun sollten, das wird auf ewig ihr Geheimnis bleiben. Naja, naja. So, dich noch angreifen. Schön daneben schießen. Das hat was mit meinem Timing zu tun, dieses daneben, oder? Weil ich dann wirklich zu wild drücke und es einfach nicht treffe. Aber man sollte ja annehmen, selbst wenn ich das Timing verdödel oder selbst wenn ich überhaupt nichts drücke, dass die Figuren dann trotzdem normal angreifen könnten, oder nicht? Dass sie immer daneben hauen, ist seltsam. Peach Level Up. Wo geht die Reise als nächstes hin? Achso, was wollten wir jetzt machen? Ich weiß nicht mehr, was ich hier geben wollte. Ich glaube, ich wollte ihm Magieschutz geben. Ich glaube das. Waren hier auf der anderen Seite noch Statuen? Ja, waren sie. Mhm, sehr gut. Jetzt weiß ich auch, welcher Gegner mich angegriffen hat, beziehungsweise welchen Gegner ich angegriffen habe. Das war die Statue. Ich hatte mich noch gewundert, hä, wo kam auf einmal dieses Rotkrakelchen her? Ja, ja, ja. Das versaut mir hier gerade ein bisschen die Tour, dass ich das Timing nicht hinbekomme. Und das könnte noch ein riesengroßes Problem werden. Das könnte ein riesengroßes Problem werden, wenn meine Figuren super stark sind, ich aber halt nicht treffe. Mann. Wenigstens holt Bowser die Kastanien aus dem Feuer, aber trotz alledem. Das macht doch keinen Spaß, Leute. So, jetzt gucken wir uns kurz hier nochmal um. Aha. Jo. Du hast Bock auf mich bekommen. Zumindest normal getroffen. Zumindest so getroffen. Und Bowser macht den Rest. Eieieiei. Wenn wir jetzt hier durch die Tür gehen, müssten wir dann nicht eigentlich... Dieses Schloss kann eigentlich gar nicht so groß sein. Was? Okay, das war nicht der Weg, den ich... gesehen hätte. Aber wo bin ich schon? Das hat jetzt gut funktioniert. Schlafbombe. Oh, sehr gut. Diese ganzen Items haben wir auch nie eingesetzt, ne? Auch nie gekauft oder so. Items, die die Gegner nochmal zusätzlich angreifen können oder so. In manchen Rollenspielen können die ja echt gut sein. Insbesondere, naja, meistens am Anfang, ne? Bevor man selber krasse Zauber beherrscht. Aber... Hier in dem Spiel war es auch weitestgehend einfach nicht nötig, auf so etwas zurückzugreifen. Auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen kniffliger war. Und ich immer so ein bisschen Angst hatte, dass ich bei einem starken Gegner eventuell die Mücke machen würde. Aber de facto, nö. Ging alles so. Chance auf Doppeltmünzen. Wähle richtig und gewinne. Mitte? Ja. Glück gehabt. Wie viele Münzen haben wir eigentlich? 3400. Nicht schlecht. War ich hier schon? Doch, ich war hier schon, ne? Ja, genau, weil hier war der Statuenraum. Ah, ich verstehe. Ja, genau, Moment. Okay, ich glaube dann... Ich glaube, jetzt haben wir es. Gut. Weil jetzt kann... genau, das war auch der Weg, der Raum, den wir gesehen hatten. Alles klar. Ja, ja, doch. Dann sind wir jetzt quasi einmal durch und dann können wir uns jetzt mit dem Ei befassen. Dem riesengroßen Eieiei.
Ich bin ja so einsam. Spielt ihr vielleicht mit mir? Na klar. Ui, danke. Kalkinchen. Triotechnik? Nee, sparen wir uns auf, ne? Greifen wir erstmal normal an. Und hoffen, dass wir treffen. Oh ja, zumindest kriegen wir das Ei auf. Das sollte ohne Probleme möglich sein. Frage ist nur, wollen wir das, was wir gerade tun? Es ist Birdo? Hallöchen! Oh Gott, ich bin Birdo! Ja, hi Birdo. Ich glaube, wir müssen dich besiegen, tut mir leid. Ist wirklich keine Absicht und so, aber was soll ich tun? Bist relativ passiv, das tut mir jetzt leid. Tihihihi, aua, ihr tut mir weh, ihr Schlawiner. Jetzt ich. Eieiei, was kommt denn da? Oh oh. Au. Okay, gut, machst du nur einmal. Ich hätte jetzt gedacht, sie greift alle auf einmal an. Ach, ich werde euch nie wieder gehen lassen. Ihr seid einfach zu niedlich. Okay. Ja, Tschüssikowski, würde ich mal sagen. Und du? Ah, Palastschlüssel 2 erhalten. Vergesst mich nicht, ja? Tülü. Okay, vielen Dank. Mist, an dich komme ich nicht ran. Egal. Dann gehen wir halt weiter. Oh. Dann gehen wir halt weiter und freuen uns. Kann ja alles kein Problem sein. Und schon wieder ist so viel Zeit vergangen, ey. Mann, dieser Palast, ne? Ist auch schon wieder so ein Zeitfresser. Ähnlich wie das Schiffswrack. Forky schläft. Ich meine, es ist okay, ne? Dass man nicht in einer halben Stunde oder so aus so einem Dungeon raus ist. Vollkommen in Ordnung. Insbesondere, wenn man alles mitnimmt. Aber es fühlt sich dann immer so seltsam an, wenn man halt gleichzeitig Videos zur ganzen Chose hier quasi produziert. Und man sich so fragt, hups, wo ist die Zeit geblieben? Ja, ist blöd. Und das war auch blöd. Das war jetzt der Moment, wo ich eigentlich so gar nicht gedrückt habe. So, Moment. Mario, Abwehr. Forky ist aufgewacht. Forky, du hast aber nichts drauf. Was soll denn das mit dir? Noch eine Schlafbombe. Chance auf Doppelmünzen nehmen wir liebend gerne mit. Ausnahmsweise mal die rechte Position. Sonst ist es eigentlich, also statistisch gesehen, ist es eigentlich am meisten immer links oder Mitte. Mitte vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger. Bist du ein Gegner? Jo, bist du. Was sollte es auch sonst sein? Alle Goldstatuen von denen in diesem Schloss sind Gegner, würde ich sagen. So, du bereitest wieder eine Attacke vor. Der Große ist abflugbereit. Ich würde es ja zu gern mal sehen, was passiert, wenn er losfliegt. Aber das werden wir in diesem Leben anscheinend nicht mehr erleben. Gino ist nur auf Level 23. Und sein Abwehrwert ist jetzt nur auf phänomenale 100 angewachsen. Seine Zielgenauigkeit sollte aber auf 100 anwachsen. Ach, come on, Leute. Echt mal. Dieses daneben geht mir so auf den Sack. Was ist denn das Problem? Ach, Mann. Der Große ist abflugbereit. Okay, ich glaube, jetzt könnten wir es doch mal sehen. Fantastisch. So. Angriff erhöht. Achso, nee. Bowser greift doch noch vorher an. Ja, wieder nicht gesehen. Schade aber auch. Lalala. Was ist das hier? König Nimbus gedenkt zu ruhen. Wehe, einer rennt hier rum und macht Lärm. Ihre Hoheit Valentina, eure Königin. Mario! Das kann nur eines bedeuten. Meine Mama und mein Papa sind da drin. Es ist immer nur die Rede vom König, nicht von der Königin.
Huch, aber... Abgeschlossen, die kriegen wir nicht auf. Naja. Wetten? Da sieht man's mal wieder. Ohne mich werdet ihr Winzlinge aufgeschmissen. Platz da, jetzt zeige ich euch, was Hirn und Muskelschmalz so alles bewirken können. Bahn frei für Bowser! Okay. Halt, bitte warte! Wenn mein Papa wirklich krank ist, dann dürfen wir auf keinen Fall Radau machen. Wir müssen irgendwas anderes versuchen. Am besten wir finden Valentina und bringen sie dazu, uns die Wahrheit zu sagen. Okay. Aber Bahn frei für... Ich meine, er wagt es bloß nicht mehr, dem großen Bowser zu widersprechen, klar? Heute will ich das nochmal durchgehen lassen. Aber sieh zu, dass es nicht nochmal passiert. Ist okay, Bowser. Königin Valentina! Willst du mich gießen? Königin Valentina! Warum haben wir ihn jetzt nicht erledigt? Auch abgeschlossen. Ja gut, okay. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich hinter der nächsten Tür Königin Valentina eventuell treffen. Und dann werden wir endlich herausfinden, was in diesem Schloss für ein Spiel gespielt wird. Also wahrscheinlich Super Mario RPG. Aber was für ein Spiel noch gespielt wird. Wir werden sehen, wie sich die ganze Lage noch weiterentwickeln wird. Ich sag für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.